So, ich grüße an jeden ganz herzlich zu diesem vierten Advent heute. Jeder, der hier ist im Gottesdienst, auch du, der du das auf YouTube anhörst, herzlich willkommen. Euch allen einen gesegneten vierten Advent. Das vierte Licht brennt, das heißt der letzte Sonntagsgottesdienst vor dem eigentlichen Weihnachtsfest bzw. vor Heiligabend. Und ich möchte heute natürlich auch, weil es typisch natürlich für die Zeit ist, über Weihnachten sprechen, mit einem Ausblick auf ein ganz besonderes Thema. Und dieses Thema habe ich selbst auch falsch gesehen, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Also ich hatte nicht unbedingt ein negatives Bild, aber leider auch nicht das biblische Bild da drauf. Und ich bin dem Herrn dankbar dafür, dass er meinen Blick, den Fokus heute auf dieses Thema gelenkt hat. Und es ist ein Thema, das gerade in Deutschland, gerade aktuell, sehr stark polarisiert. Und ich möchte uns, die wir Christen sind, den richtigen Blick auf dieses Thema lenken. Ohne Vorurteile und auch ohne Urteile. Mach dir Gedanken, nimm das mit, was Gott dir heute in das Herz sagt. Und achte darauf, wie das Wort in deinem Herzen arbeitet. Es wird auf Widerstand stoßen. Bei mir ist es auf Widerstand gestoßen. Und dennoch muss man darauf ganz vorsichtig achten, dass man das richtige Bild einnimmt. Ich möchte eine Stelle lesen aus Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2, Vers 13 bis 15. Wir wissen, dass die Zeit, in der Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, eine ganz besondere Zeit war für das Volk Israel. Nicht nur geistlich, weil Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus und eigentlich der Erlöser und der Messias des Volkes Israel da war, um sie zu retten, sondern es war auch eine Zeit der Gefangenschaft. Das Volk Israel stand unter der Gefangenschaft des Römischen Reiches und sie waren nicht frei. Und wir wissen, so wie es in der Welt immer ist, wenn ein Mensch in der Lage ist, seine Macht auszuspielen, dann tut dieser Mensch es auch. Es gibt viele Menschen, die sagen, wenn ich doch König wäre, wenn ich doch irgendwie Kanzler wäre oder Präsident, dann würde ich alle Ungerechtigkeit auf dieser Welt eliminieren. Pustekuchen. Wer das glaubt, der kennt sich selbst nicht, geschweige denn das menschliche Herz. Als König Salomo den Thron bestieg, hatte er so viel Angst und Ehrfurcht vor dieser Aufgabe, dass er zu Gott gebetet hat und nicht um Reichtum, nicht um viele Güter, nicht um Landerweiterung, sondern um Weisheit. Wir wissen, dass König Salomo nicht nur der weiseste König aller Zeiten wurde, sondern Weisheit niedergeschrieben hat, von denen wir Jahrtausende später heute immer noch profitieren dürfen. Und natürlich hatte eine gute Grundlage seinen Vater David, der selbst ein sehr weiser Mensch war, ein Prophet, inspiriert durch den Geist Gottes immer und immer wieder. Wir können die Psalmen, viele von König David, nachlesen. Aber der Mensch, der an die Macht kommt, betet in den seltensten Fällen um Weisheit. Denn ein Mensch, der in die Macht kommt, der weiß, ich kann es tun, weil ich es kann.
Und als Jesus geboren wurde, kamen die Weisen und suchten den König der Juden. Und sie kamen auch zu Herodes und sie berichteten ihm darüber. Und sie forschten und sie haben verstanden, hey, da ist was dran. Da ist tatsächlich ein König, der geboren werden soll, ein Messias, der Erlöser. Und Herodes, der König, hat beschlossen, ich kann keinen anderen König neben mir dulden. Und wenn ich nicht erfahre, wer dieser neue König ist, na gut, dann töte ich halt alle. Man kann denken, wie kann ein Mensch so böse sein in seinem Herzen? Unschuldige Jungen einfach zu töten. Und diese Tat offenbart das Herz eines Menschen ohne Gott. Diese Tat offenbart das Herz eines Menschen, der zu sich selbst sagt, weil ich es kann. Und ich mache daraus keine politische Predigt. Aber ich erinnere an mehrere Aussagen unseres jetzigen Kanzlers und unserer Kanzlerin. Wir schaffen es. Oder noch näher an diese Aussage, weil ich es kann, hat unser jetziger Kanzler gesagt, weil wir es können. Ist das nicht interessant? Die Offenbarung des Herzens des Menschen? Weil wir es können. Was er damit tatsächlich gemeint hat, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Und als dieser Kindsmord droht, offenbart Gott sich an Josef und er sagt, fliehe. Fliehe nach Ägypten. Und wir lesen uns das in Matthäus Kapitel 2, Abvers 13. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nein, Jesus war kein Ägypter. Wir müssen das hier mal klarstellen. Er war bereits geboren. Er war ein Hebräer, ein Jude, ein Nachkomme Davids. Wir können das im Geschlechtsregister nachschauen. Die nach Ägypten geflohen sind, weil ein Kindsmord nicht nur gedroht hatte, sondern er tatsächlich auch ausgeführt wurde. Denn nachdem Josef mit seiner Familie ausgezogen sind und nach Ägypten, passierte der Kindermord in Bethlehem. Und erst nachdem Herodes gestorben ist, kam die Familie wieder zurück. Und wir lesen hier von Flucht und Vertreibung. Schlagwörter, die seit 7 Jahren bei uns auch in Deutschland sehr, sehr präsent sind. Und man redet dort von unterschiedlichen Gründen, warum Menschen fliehen. Und als gäbe es irgendwelche Gründe, die besser oder weniger sind als die anderen. Und man redet, dass viele, die jetzt nach Deutschland und Europa fliehen, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind. Wer den Begriff von uns schon gehört hat, kann gerne die Hand heben. Ich glaube, jeder. Oh, das sind solche genannten Wirtschaftsflüchtlinge. Die gehören nicht hierher. Und ich gebe dem keine positive oder keine negative Werbung. Fakt ist, Menschen fliehen. Und aktuell, eigentlich was heißt aktuell, seit 2020 sind auch viele Deutsche geflohen aus dem eigenen Land.
aufgrund von politischen Maßnahmen. Man kann doch auch sagen, du fliehst, warum fliehst du? Aber irgendwie denken viele, ich bin ein besserer Flüchtling als die anderen. Ich bin ja ein deutscher Flüchtling. Und man darf hier irgendwie Begriffe nicht durcheinander bringen. Wenn ich aus irgendeinem Grund fliehe, bin ich ein Flüchtling. Basta. Die Motivation mag sehr unterschiedlich sein. Wenn ich aus einem Land, aus meinem Land fliehe, aus welchem Grund auch immer, bist du ein Flüchtling. Und dann habe ich den Eindruck, dass viele sich als bessere Flüchtlinge bezeichnen. Und dass gerade aus reicheren Ländern wie Deutschland man sagt, ja, die können ja froh sein, dass ich in ihr Land gekommen bin. Nein, nein. Du kannst froh sein, dass das Land dich aufgenommen hat. Und wir werden heute am Ende der Predigt verstehen, warum ich genau darüber heute rede. Weil der Eingangstext bei uns geht darum, dass Josef mit seiner Familie, mit dem neugeborenen Messias, fliehen mussten, weil Gefahr drohte. Und mit der heutigen Einstellung von dem Besserwissertum in unserem Lande würden viele sagen, ja, warum fliehen die denn überhaupt? Die haben doch keinen Grund dafür. Das ist doch nur irgendein König, der dort irgendetwas angedroht hat. Das ist ja noch nicht mal publik geworden. Aber hier sehen wir zwei Tatsachen. Zwei Tatsachen. Die eine Tatsache ist, dass auch du, aus welchem Grund auch immer, irgendeinmal zum Flüchtling werden kannst. Also sei ein bisschen vorsichtiger mit Vor- bzw. Urteilen über andere. Weil ich höre schon die Gedanken von meinem eigenen Kopf, aber auch von deinen, die sagen, ja, aber wenn schon jemand in ein Land kommt, dann muss er sich doch auch benehmen. Und recht hast du. Recht hast du. Aber was, wenn nicht? Und wisst ihr, weil wir schon so bei dem Wort Wirtschaftsflüchtlinge sind, möchte ich uns an eine Geschichte erinnern, die von dem wunderbaren Josef handelt. Wir wissen die Geschichte, Josef kam unfreiwillig nach Ägypten, er wurde als Sklave verkauft und auch das noch von seinen eigenen Brüdern. Also zu einer schlimmen Geschichte ist hier noch ein Faktor der Verschlimmerung. Von seiner eigenen Familie verkauft in die Knechtschaft. Tragisch. Tragödie pur. Doch Gott wendet das Blatt und macht es zum Segen. Denn wisst ihr, was passiert ist? Es kam nach einer Zeit und noch nach einer Zeit und nach einer weiteren Zeit kam die große Hungersnot, die ganze Welt umspannt hatte. Und wisst ihr, was Josef mit seiner eigenen Familie gemacht hat? Er hat aus ihnen Wirtschaftsflüchtlinge gemacht. Denn er wusste, hier in Ägypten gibt es Korn. Warum? Ich habe selbst dafür gesorgt, weil Gott es mir aufgetragen hat. Und er hat seine ganze Familie nach Ägypten geholt. Und die haben sich dort prächtig vernährt. Und natürlich, wie so oft in einer Gesellschaft, wenn irgendwann mal etwas schlecht läuft, wer ist schuld? Natürlich sind das die Eingewanderten. Natürlich sind es immer die, die neu, in Anführungsstrichen, dazugekommen sind. Der Tatsache nicht ins Auge schauen, dass das Volk der Hebräer damals, die Juden, um der Familie Josefs, dem Volk Ägypten damals das Leben gerettet hat und auch der Welt, weil Gott ihn gebraucht hatte. Und ich möchte hier bereits auf den ersten Punkt hinaus. Sei vorsichtig mit deinen Urteilen. Du weißt nie, über wen du gerade urteilst. Vielleicht gebraucht Gott genau einen dieser Menschen, um etwas in der Zukunft zu bewirken.
Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Wisst ihr, wir Christen, und ich richte diese Predigt an Christen, was die Welt damit macht, das ist deren Sache. Aber ich rede von biblischen Themen mit einem geistlichen Blick darauf. Denn Fakt ist, die Bibel ist voll von Flüchtlingen. Voll. Das ist nur einer der Beispiele. Wir lesen, die Bewegungen ständig gekommen. Sei es durch Knechtschaft, sei es durch eine notwendige Tatsache gewesen, dass irgendjemand sich in Bewegung gesetzt hat. Und das ist einfach auch irgendwo typisch Mensch. Wir bewegen uns nun mal immer mit dem Strom, wo wir am besten überleben können. Das sieht man ja auch an der Ukraine-Krise. Die, die sich leisten konnten, sind rechtzeitig aus dem Land gegangen und sind sozusagen geflohen, weil sie wussten, da oder hier geht es mir besser in dem Moment. Doch was tun wir? Wir schauen dort ein BMW X5 vorbeifahren, der nicht älter ist als ein Jahr, und wir würden den überhaupt nicht beachten, es sei denn, dort ist ein ukrainisches Kennzeichen. Wie? Die fliehen? Fahren ein BMW X5er? Ich fahre einen alten BMW Mazda 3er, der irgendwie schon 20 Jahre alt ist. Aber die kommen hierher, bekommen auch noch irgendwie Unterstützung vom Staat. Und es fängt an, und es fängt an. Und es fängt an zu rumoren in unseren eigenen Herzen. Wisst ihr warum nicht? Weil wir keine Gönner sind. Weil wir nicht das Gute im Sinn haben, sondern weil wir mit Neid auf die Menschen schauen und denken, dass sie uns die Butter vom Brot fressen. Aber wenn du in einem Land lebst, wo es dir gut geht, warum freust du dich nicht darüber, dass du auch anderen helfen kannst? Und in dem Sinn hat es auch ein bisschen damit zu tun, was ich in der Einleitung gesagt habe. Und was auch irgendwo mich in den letzten Wochen stark beschäftigt, dieses Verständnis des Geben ist seliger als Nehmen. Wisst ihr, wenn der Staat in seiner Großzügigkeit uns irgendwie einen Gasmonat sozusagen for free gibt, sagt doch auch niemand, ach, mir brauchst du es nicht zu geben, ich habe genug. Also das würde mich sehr überraschen. Und wenn du zu solchen gehörst, kannst du dich gerne bei mir melden, dann werde ich das gerne in meine nächste Predigt mit einbinden. Aber niemand wird sagen, ach, Deutschland möchte jetzt mir einen Monat Gas sozusagen schenken, weil er die Kosten übernimmt. Ich brauch's nicht, will ich nicht. Wisst ihr, sogar Millionäre werden es nehmen. Die es vielleicht tatsächlich gar nicht brauchen. Aber darum geht es nicht. Es geht hier um die Tatsache, dass Jesus selber, als er noch ganz klein war, fliehen musste, weil ihm der Mord drohte von einem sehr bösen Menschen. Und wäre ich an der Stelle von Josef, ich hätte es genauso gemacht. Warum soll ich aus Stolz oder irgendwelchen anderen Dingen, die in meinem Kopf sind, mich stur auf einen Stuhl setzen und sage, ich bleibe hier sitzen, egal was passiert? Also wenn du so eine Einstellung hast, dann stelle ich mal so ein bisschen, nein, ich gehe jetzt nicht weiter. Josef hat seine ganze Familie als Wirtschaftsflüchtling in ein Land geholt. Und wir lesen das heute, Jahrtausende später, und denken, Mensch, was für ein guter Mann das war. War er auch. Und er hat auch das absolut Richtige gemacht. Und ich hätte es an seiner Stelle genauso gemacht. Warum nicht? Das Problem ist, es ist halt immer mit Gefahr verbunden. Und wir sehen, was danach passiert ist, als der nächste Pharao aufkam, der Josef nicht mehr kannte. Da muss ich auch sagen, eine schlechte Geschichtserzählung in dem Land Ägypten. Normalerweise musste er es wissen, dass es kein Ägypten gäbe, wenn damals nicht Gott mit Josef gewesen wäre. Also ganz schlechte Geschichtenerzähler in Ägypten damals. Denn als es Ägypten nicht unbedingt schlecht ging, aber der Pharao merkte, die sind echt ganz schön viele bei uns im Land. Da muss man aufpassen, denn es droht, dass sie vielleicht uns übernehmen werden.
Wer hat sowas schon mal gehört? Sowas Ähnliches auch in Deutschland. Uns droht eine feindliche Übernahme von Leuten, die fremd hierher gekommen sind. Also ich habe sowas schon ganz oft gehört. Eine feindliche Übernahme. Und dann passiert natürlich immer das, wenn es in einem Land schlecht geht, sind es immer die anderen, die Schuldigen. Das ist genauso wie bei der Politik. Man ist selbst nie schuld an dem Versagen. Nein, nein, es sind immer die vorhergegangenen Regierungen. Die haben immer alles falsch gemacht. Aber wir machen alles richtig. Das ist so typisch Mensch. Wir haben keine Fehler gemacht. Wenn es uns schlecht geht, dann müssen es die anderen gewesen sein. Genauso war es damals, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor knapp 100 Jahren, wo es alles angefangen hat, auch hier in diesem Lande. Es war eine Weltwirtschaftskrise. Warum die entstanden ist, das will niemand wissen. Aber ganz schnell waren die Schuldigen benannt. Und was dann passiert war, ist, kennen wir alle aus der Geschichte. Hoffe ich, kennen wir alle aus der Geschichte. Und jetzt möchte ich eine Stelle aus 3. Mose lesen. Ein Gesetz, was Gott dem Volk Israel aufgetragen hat. Und wir lesen ab Vers 33 bis 34, Kapitel 19, 3. Mose, Kapitel 19. Aber ich habe hier das gerade aufgeschlagen und ich möchte noch einen zusätzlichen Vers lesen, weil mein Blick gerade draufgefallen ist. Hier steht: Du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Interessant. Und lasst uns an die eigentliche Stelle gehen, 33 und 34. Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, so sollt ihr ihn ganz schnell wieder vertreiben. Das ist die gängige Lösung. Nein, die Bibel redet hier von was anderem. Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Warum sagt Gott das dem Volk Israel so ausdrücklich? Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Nun kann es sicherlich die unter uns geben, die meinen, ja, aber meine Familie wohnt schon seit der 12. Generation hier. Sehr schön. Und weiter? Und die 13., wo hat sie gewohnt? Wir meinen, es gibt irgendwie so Verfallsdaten. So ab dem Zeitpunkt, also wenn ich nicht der Deutsche bin, dann wer sonst? Hier, mein Stammbaum, kann ich dir zeigen, in welcher Generation ich bereits hier bin. Wisst ihr, wir haben dieses Haus vor 2 Jahren gekauft. Also offiziell erworben. Aber wir haben einen Nachbar, der wohnt halt hier schon seit der, wie viel noch immer, Generation. Und der Tatsache nicht ins Auge schauend, und ich muss darüber lachen, tut mir leid, ich kann nicht anders, dass seine eigene Familie dieses Haus vor etwas über 100 Jahren verkauft hat, vermeidet er es nicht, wenn er mich sieht und wir ins Gespräch kommen, mir darüber zu erzählen, dass dieses Haus eigentlich seiner Familie gehört. Muss man sich mal vorstellen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass seine Familie es irgendwann mal verkaufen musste, aus welchem Grund auch immer, und dass es damals jemand gekauft hat mit notariellem Schein, Urkunde, mit Cash auf den Tisch,
und dass wir es auch gekauft haben mit notarieller Urkunde, spielt aber wenig Rolle. Keine Rolle. Es hat mal mir gehört. Sozusagen. Es war eigentlich mal mein Erbe. Und so sind Menschen. So war auch der Sohn, der verlorene Sohn, als er zu seinem Vater geht und sagt, zahl mich aus. Ich habe Anspruch auf mein Erbe. Ich habe meinen Kindern geraten, das nicht zu tun. Zu mir zu kommen eines Tages und zu sagen, zahl mich aus. Denn ich habe Anspruch auf mein Erbe. Rate ich euch nicht zu tun. Ihr bekommt euer Erbe, wenn wir es für richtig halten. Und was wir für richtig halten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Hier gibt Gott dem Volk Israel einen klaren Befehl und sagt, geht gut mit den Fremdlingen um. Und erinnert euch selbst daran, auch ihr wart mal Fremdlinge. Das muss ganz tief mal in uns sitzen. Ganz, ganz tief. Wisst ihr, es gibt einfach Menschen, warum auch immer, die meinen, ich habe Anspruch, aber du nicht. Ich darf das, aber du nicht. Woher das kommt, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Fakt ist, die Bibel sagt, geht gut mit denen um. Und nicht nur irgendwie gut, sondern die Bibel sagt hier sogar, sie sollen euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Das ist mal eine starke Aussage. Das ist mal eine richtig heftige Aussage. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und normalerweise könnte ich hier schon einen Punkt setzen und sagen, die Predigt ist vorbei und ich mal so eine Woche lang mit diesem Gedanken, ich will nicht sagen schmoren lassen, aber dass dieser Gedanke mal tief in deinem Herzen und in meinem Herzen heranreift, was das überhaupt zu bedeuten hat. Und bitte tu das auch, aber wir wollen noch ein bisschen weitergehen. Weihnachten, und ich möchte auch irgendwo hier den Bezug zu Weihnachten natürlich nicht verlieren, Weihnachten ist ein Fest des Einladens. Nicht des Abschottens. Und es ist wichtig, dass wir dieses Verständnis entwickeln. Wir denken, Weihnachten, gut, ich treffe mich da sozusagen im sicheren Hafen der Familie, der Freunde, wie auch immer. Ich fühle mich da wohl, das ist meine Komfortzone, die möchte ich auf gar keinen Fall verlassen. Die Frage ist, hast du jemanden eingeladen oder nicht? Allgemein redet die Bibel über Gastfreundlichkeit. Und die Frage ist, wie viel davon übe ich denn tatsächlich? Seid gastfreundlich, redet die Bibel. Und deswegen möchte ich nochmal hier dazu aufrufen. Weihnachten ist nicht der Zeitpunkt, um die Tür zu schließen, damit ich ja sicher in meinem Hafen ankere, sondern dass ich die Tür aufmache, um möglicherweise jemanden einzuladen. Und vielleicht auch jemanden, der nicht ganz so bequem ist. Als Probe. Schaut mal, in Matthäus Kapitel 25 passiert etwas, was auch sehr, sehr typisch Mensch ist. Menschen gehen miteinander, man erzählt sich Geschichten und der eine erzählt, Mensch, wisst ihr, wie bei der Sparkassenwerbung? Mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Boot. Kann man sich gerne mal auf YouTube anschauen, das ist eine witzige Werbung. Und war schon beachtlich, was der eine gezeigt hat. Und da kommt der andere und er sagt, mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Boot. Und es war noch mal ein bisschen besser. Und wäre dort ein Dritter dabei, auch er hätte zeigen können, was er drauf hat.
Und das ist so typisch Mensch, wir messen uns ständig mit allem. Und wir können nicht einfach sagen, hey, super, ich freue mich für dich. Bravo, preis Gott dafür, dass du das alles bekommen hast. Ich freue mich für dich. Nein, wir müssen dann, okay, aufrechte Position eingenommen, Brust angeschwollen. So, ich stehe groß da. Jetzt zeige ich dir, was ich kann oder was ich habe. Und sowas Ähnliches kam auch hier in Matthäus Kapitel 25 vor. Da ist Jesus Christus mit seinen Jüngern, und die Jünger reiben sich so, die gehen und die denken, Mensch, wer ist eigentlich der Größte von uns allen? Und sie fangen einen Streit an, wer eigentlich unter den Jüngern der Größte ist. Und Jesus merkt diesen Rumor, dass in ihren Herzen etwas vorgeht. Und er sagt ihnen, das habe ich an einer anderen Stelle, ich habe vorweggegriffen, aber wir können das gerne auch jetzt schon lesen. In Matthäus Kapitel 18, ab Vers 1 bis 5. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? In der Hoffnung, dass jetzt sein Name fällt. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte. Was hat ein Kind jetzt hier? Wir stellen Jesus eine Frage, hat er die Frage verstanden? Wer der Größte im Reich der Himmel ist? Und er stellt ein Kind vor unsere Augen. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Verstehen wir die Bedeutung von dem? Wir streiten uns um Dinge, wer ist größer oder was kann ich, was kann ich nicht. Oder gibt es aber jemanden, der eigentlich mein Geld bekommt? Oh, gefährlich. Gefährlich. Und Jesus Christus macht es ganz einfach. Er stellt ein Kind und ein Kind repräsentiert etwas Unschuldiges, auch wenn Kinder es leider nicht sind, aber sie repräsentieren durchaus etwas Unschuldiges, zumindest bis zum Alter, wo sie das Gute und Schlechte nicht erkennen. Und dementsprechend sagt Jesus auch, guck mal, ein Kind glaubt, ein Kind ist einfach. Und wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und hier sagt er in Vers 5 etwas Interessantes. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und hier lesen wir wieder von einem Wort, was bei uns so ein gewisses Kitzeln im Herzen hervorruft. Aufnehmen. Aufnehmen bedeutet, ich opfere etwas, was eigentlich mir zusteht, um jemanden aufzunehmen und diesen jemanden zu versorgen. Und jetzt lesen wir die eigentliche Stelle, die ich wollte, in Matthäus 25. Ich weiß, das ist die sogenannte Endzeitrede. Und ich gehe hier auch nicht auf den geistlichen Inhalt ein. Aber Jesus Christus bringt hier etwas sehr Wichtiges zum Vorschein. Vers 34 bis 40. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das ich euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Und natürlich, wie gesagt, lehrmäßig geht es hier um die Hilfeleistungen für das Volk Israel in der großen Trübsal. Denn sie werden von der Welt verstoßen werden. Und sie werden in der Tat auf Hilfeleistungen ums Überleben angewiesen sein, wer ihnen helfen wird. Und dennoch können wir geistlich etwas Großes herausnehmen. Wir tun die Dinge nicht für Menschen, sondern wir tun sie für Gott an Menschen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir helfen zwar Personen, Individuen oder auch Gruppen, aber wir tun es für Gott. Apostel Paulus schreibt an die Kolosser: Alles aber, was ihr tut, in Wort oder Werk, das tut für den Herrn und nicht für Menschen. Und dementsprechend ist es auch am Ende des Tages Gottes Sache, was er final damit machen wird. Fakt ist, wir tun es für Gott an Menschen. Und es gibt Menschen, die sagen, die größte Liebe, die ich an einem Menschen tun kann, ist, wenn ich ihnen das Evangelium predige. Dass sie sich ja bekehren. Und so ein Funke Wahrheit ist dran. Und dennoch muss ich das nochmal zitieren. Ich möchte Barmherzigkeit und nicht Opfer. Die Menschen predigen ein Evangelium ohne Barmherzigkeit. Die Menschen predigen, aber tun nichts. Und das ist nicht das biblische Prinzip. Gott hat nicht einfach nur zum Volk Israel und zu all denen, die in Israel damals waren, Jesus Christus, hat nicht einfach nur gesagt, ihr sollt von neu geboren werden. Nein. Wie viele Wunder hat Jesus getan, als er auf dieser Erde war? Ohne zu achten, ob es ein Jude war oder ein Samariter. Ohne darauf zu achten, was die anderen denken werden oder welchen Gewinn ich daraus ziehen kann. Er hat es getan. Er hat es getan. Als Maria, die Ehebrecherin, vor Jesus Christus gebracht wird, auf frischer Tat erwischt, sagt Jesus ihr nicht, so, jetzt bekehr dich, jetzt glaub an mich, sondern auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Wisst ihr, diese Barmherzigkeit und diese Gnade, dieses Helfen, dieses Geben ist so wichtig für Gott, so wichtig in der Bibel. Es ist ein so zentrales Thema, aber es wird leider viel zu wenig darüber gesprochen. Es wird viel zu viel über das Geistliche geredet, was richtig ist auf der einen Seite. Aber die Bibel sagt, Gott liebt eine ausgewogene Waage. Gott liebt die Balance. Und nicht ein Überschwergewicht auf der einen Seite und eine Untergewichtung auf der anderen. Wenn Jesus zu seinen Lebzeiten so viel Gutes tat und wir über seine Wundertaten und gute Sachen lesen und lesen und lesen, warum tun wir sie so wenig? Und wenn Jesus sagt, es gibt bei Gott kein Ansehen der Person, warum tun wir es so sehr? Wer ein Kind aufnimmt. Und ich gehe in den Schlussteil, 2. Thessalonicher. Und das ist eine sehr persönliche Predigt am Ende des Tages. Und es ist eine sehr praktisch veranlagte Predigt. Es ist deine Sache jetzt, was du ab heute mit diesem Wort tust. Ob du sagst, hey, das war eine gute Predigt, fand ich interessant und zu Hause angekommen, nicht mehr weißt, über was es eigentlich ging. Oder ob du sagst, Herr, ich habe zu wenig Gutes getan. Und mit deiner Kraft möchte ich mehr Gutes tun. Und ich möchte, dass du mir hilfst, Gutes zu tun, weil du selbst der gute Gott bist,
der voll von guten Gaben ist. Und auch wenn ich nicht in der Lage bin, Gutes zu tun, so weiß ich es, dass du es tun kannst und dass du es auch in meinem Leben tun kannst. Haben wir schon mal so gebetet? 2. Thessalonicher Kapitel 3, 13. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mal etwas Schlechtes getan habe, wisst ihr, wie ich mich fühle? Müde, erschöpft. Es gibt dieses Wort erschöpft, das eigentlich viel tiefer geht als müde. Wisst ihr, wenn man etwas Schlechtes getan hat, dann fühle ich mich so niedergeschlagen, so richtig. Ich weiß nicht, wer von euch Sport gemacht hat, ich habe Leistungssport gemacht. Und wenn du so richtig trainiert hast bis zum Anschlag, nein, über den Anschlag, dann bist du so richtig fertig. Da kannst du nicht mehr, sogar ein Schritt tut dir weh zu tun. Und so fühle ich mich, wenn ich Schlechtes tue. Die Bibel sagt aber, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wisst ihr, wie ich mich fühle, wenn ich Gutes getan habe? Auch wenn es vielleicht anstrengend war, ich fühle mich gut. Ich fühle mich aufgerichtet durch den Geist Gottes. Ich fühle mich, dass ich etwas Wertvolles beigetragen habe in ein Leben. Genau das Gegenteil. Und deswegen schreibt hier auch Apostel Paulus an die Thessalonicher, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Verliert nicht diesen Blick, das Gute vor euch, die Wohltätigkeiten. Und Jakobus, direkt nach dem Hebräerbrief, Jakobus Kapitel 4, lesen wir noch solche wunderbaren Worte. Mit Ausrufezeichen und mit Vorsicht markiert. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Denn es hat Konsequenzen. Wir lesen in Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dann hast du eine gute, wichtige Lösung, Möglichkeit verpasst. Korrigiert mich niemand? Habe ich es richtig gelesen? Habe ich falsch gelesen? Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist der Sünder. Jetzt aber richtig, ne? Gut. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, ist nicht einfach nur eine verpasste Möglichkeit. Ist nicht einfach nur, gut, dann mache ich es beim nächsten Mal. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist der Sünder. Auf einmal bekommt Gutes tun einen ganz anderen Farbanstrich. Es ist nicht einfach so, wie ich dachte. Es hat Konsequenzen. Auch das Nicht-Gute tun hat Konsequenzen. Denn du weißt niemals, ob diese Tür noch einmal offen sein wird. Vielleicht hast du diesen Spalt, der für dich geöffnet wurde, für immer geschlossen. Das ist Verantwortung, mit der musst du mal umgehen. Wenn du weißt, vielleicht geht diese Tür nie wieder auf, dann ist es eine enorme Verantwortung, mit der du leben musst. Es ist nicht einfach so. Lukas Kapitel 2. Es war sicherlich eine andere Predigt, wie es typisch für Weihnachten ist. Es mag sein. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich über das Thema auch der Flucht und Vertreibung
auf diese Art und Weise predigen werde. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich hatte ein falsches Bild. Aber die Bibel lehrt uns und sie korrigiert unsere Bilder. Beziehungsweise sie schmeißt sie weg und gibt uns richtige. Jesus Christus wurde selbst vertrieben. Beziehungsweise musste fliehen mit seiner Familie. Was wäre, wenn die Ägypter damals alle so laut geschrien hätten, du darfst aber nicht hier sein. Und wisst ihr, weil Ägypten das gemacht hat, lesen wir in späteren Zeiten, lesen wir von Ägypten, mein Bruder. Ist das nicht interessant? Ich weiß, heute sind sie noch feindlich gesinnt, aber eines Tages werden sie Brüder genannt werden. Und wer weiß, ob das nicht damit zusammenhängen kann, dass sie damals Jesus aufgenommen haben. Oder davor Josef. Natürlich können die Frommen unter uns jetzt laut schreien, du hast aber einen Fehler gemacht. Gott hat Josef gesegnet und dadurch Ägypten. Das ist mir alles bewusst. Das ist übrigens auch eine Eigenschaft von uns in Deutschland, dieses überklug sein. Oh, da hast du den Komma nicht ganz richtig gesetzt. Oh, nein. Ich finde alles richtig, was du gesagt hast, aber ich muss dich an dieser einen Stelle korrigieren. Das ist so typisch deutsch. Das sieht man immer in Kommentaren. Wenn man mal so Kommentare liest, da wird sich immer einer finden. Und wenn es nur ein Kommentar ist, so ist es der Kommentar darüber, welchen kleinen Fehler vielleicht jemand in dem Video oder Kommentar oder was auch immer gemacht hat. Fakt ist, Ägypter wird also Bruder genannt werden. Und das ist eine starke Bezeichnung. Als Bruder von Israel. Und noch einmal, wer weiß, wie viel von der Segnung nicht darauf zurückzuführen ist. Und ich möchte uns dazu ermuntern, gar aufrufen, mache deine Augen auf. Mache deine Scheuklappen weg und öffne dich Möglichkeiten, die du sonst vielleicht nie hättest. Weihnachten ist ein Fest der offenen Türen, nicht der geschlossenen und nicht der Ausgrenzung. Und möge der Herr uns dabei segnen, diese Türen wirklich weit zu öffnen, vor allem auch die Tür unseres Herzens. Amen.